Das Warten hat ein Ende, Gabbel geht weiter. Und er hat lang gewartet, doch jetzt geht es los. Wir müssen einen weiteren Simbot, das sind die Level, lösen, um uns in dieser Welt fortbewegen zu können, weil uns die Barriere den Weg versperrt. Aufgrund dessen suchen wir uns jetzt einen dieser Level aus, um an der Barriere vorbeizukommen. Und wir schauen mal, was das hier für ein Level ist. Das Gewächshaus. Oh, daran erinnere ich mich auch genau. Das ist ein sehr komplexes Level doch. Und es führt eben diese Augen, die wir im letzten Part das erste Mal gesehen haben, jetzt auch als Gegner ein. Also sie sind ja jetzt auf dem Weg. Immer wenn an einem Simbot Bereiche durch Mauern oder Pfeiler verdeckt sind, solltest du diese Bereiche durchsuchen. Vielleicht findest du eine Überraschung. Genau das. Dieser Kanister hier, der lässt meiner Meinung nach die Gegner plötzlich verschwinden. Wir sammeln ihn mal ein und so war es auch. Also damit kann man die Gegner verschwinden lassen. Jetzt holen wir uns schnell den Schraubenschlüssel, weil die Gegner kommen auch wieder. Man hätte ihn auf jeden Fall gewinnbringender einsetzen können, ganz klar. Ich wollte es jetzt zur Vorführung, weil ich denke, ich kriege auch den Level ohne diese Kapsel hin, mal benutzen. Und bevor wir diese aktivieren, erinnert euch an den Satz, dass hier irgendwas versteckt sein könnte hinter verborgenen Säulen. Und genauso ist es. Achtung! Dahinter ist ein Bonuslevel, hinter der Säule. Zum Glück wusste ich das noch. So, und diesen Bonuslevel kennen wir in seiner Art. Wir müssen wieder möglichst schnell Schraubenschlüssel einsammeln. Und ihr seht schon, inzwischen gibt es, ja, vier verschiedene Schraubenschlüssel. Und was ich besonders interessant finde, ist, hier werden wir schon mehr oder weniger gespoilert, was für Schraubenschlüssel uns noch erwarten. Beziehungsweise einen haben wir schon im letzten Part am Ende gesehen, aber noch nicht in Aktion. Und den anderen kennen wir eigentlich überhaupt noch nicht. Also, kennst du ihn? Ich kenne nicht. Kennst du ihn? Nein, wir kennen. Wir haben keine Ahnung, was dieser vierte Schraubenschlüssel zu bedeuten hat. Aber er wird noch zum Einsatz kommen. So viel sei verraten. Aber bis dahin, der grundlegende, die grundhäufigste Art ist ja immer noch, was kriege ich denn, wenn ich das einsammle? Was war das? Was, vielleicht ein Leben? Ja, ganz cool. Ihr seht auch, ich kann das hier als Barriere benutzen, den Schraubenschlüssel. Also das ist immer ganz gut, um sich zu verteidigen. Beziehungsweise um sich in Sicherheit zu bringen. Ja, freut mich, dass ihr wieder am Start seid bei Gabbel 2. Ja, das Gewächshaus. Das bedeutet, euch gefällt das Projekt bis hierhin. Oder wenn ihr das erste Mal jetzt reinschaut, schaut doch den ersten Part noch nach. Denn das Spiel hat's verdient. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und wir nehmen es jetzt endlich mal vor. So nach langer Zeit. Oh, ein neuer Schraubenschlüssel. Und wenn ich das mal so sagen darf, ist das direkt mal ein echt harter Level für die erste Welt. Ich meine, wir befinden uns hier in der ersten Welt. In der ersten Welt. Ich glaube, muss ich nochmal erwähnen, dass wir in der ersten Welt uns befinden. Ich meine, wir haben hier Gegner. Und wenn ich das bedenke, so als Kind, als ich das hier gelöst habe. Ja, das ist schon hart. Aber das kriegen wir hin. Heutzutage kriegen wir es hin. Oh, geh da weg. Das sind so Art, ja, keine Ahnung, wie man die nennt, weil Spikes waren die blauen, das hier sind die gelben. Stachelkugel auf jeden Fall. Und wenn, da sollten wir auf jeden Fall nicht drankommen und sie verfolgen uns auch, wie man sieht. Und wenn wir sie berühren, selbst wenn wir auf dem Schraubenschlüssel stehen, erleiden wir Schaden. Und ihr seht, das Leben wurde deutlich reduziert. Jetzt bin ich mal sehr gespannt und ich hoffe, ihr teilt diese Spannung, was dieser Piratenschädel für uns ein Simbot-Level offenbart. Denn ihr wisst, hatte ich erwähnt, das sind die schweren Level. Diese Piraten-Level, die haben es, die unterscheiden sich von der Schwierigkeit, von den normalen Level. Und es sieht direkt mal so aus, als ob wir jetzt endlich den blauen, ja, blauen, das ist ja kein Traumzieher. Ja, was sind das so? Heftklammern? Nee. Ja, so Stecker auf jeden Fall. Die können wir damit entfernen. Und die Spikes, die verfolgen uns. Wir müssen wissen, dass wir uns als Gabbel und auch die Gegner
nicht diagonal bewegen können. Das heißt, ich kann mich immer nur... Wie hätte er mich denn jetzt getroffen? Ich kann mich immer nur so in... Ja, ich kann mich eben nicht diagonal bewegen. Ja, das reicht ja schon. Wir dürfen uns nicht zu oft erwischen lassen. Und die sind deutlich schneller als wir. Und unser Leben ist das allererste Mal auf Orange gefallen. Aber ich meine auch, das ist eben, wie gesagt, ein Level der schwierigeren Variante. Ich merke das jetzt hier deutlich. Ich weiß noch gar nicht genau, wie... Am besten nutzen wir die Teleporter, also die Sprungplattform. Was für Teleporter, ne? Um dann hier schnell abzuhauen. Ja, nehmen wir mal den hier, damit wir hier wegkommen. Die folgen uns direkt. Ist klar. Okay, weg da. Weg da. Wow. Geht da weg. Ich möchte noch nicht sterben. Wenn Möglichkeit, verhindern. Weg da. Okay. Es bleibt hier spannend. Und man merkt wirklich deutlich, wie dieser Level deutlich schwieriger ist. Und ich sterbe ja viel fast. Da ist sogar noch einer. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Also zwei Treffer noch. Dann wären wir tatsächlich das erste Mal gestorben. Es war verdammt knapp. Mal zur Musik, wo ich das jetzt gerade gehört habe. Es ist ja 1998 rausgekommen. Und dafür ist diese Musik wirklich echt nicht schlecht. Erbsenzelda, nehmen wir uns vor. Dafür, dass es so alt ist schon, haben sie sich bei der Musik wirklich Gedanken gemacht. Und ich finde sie nach wie vor echt gut. Vielleicht ist da Nostalgie drin, vielleicht... Aber mir gefällt die Musik. Bis heute. Und ich dachte eher, dass... Ja, vielleicht irgendwie man merkt, dass das Spiel von 1998 ist. Aber gar nicht mal. Es ist echt gut gealtert. Und die Reize, die uns hier noch entgegen... Und hier, ja, werden auf jeden Fall herausfordernd werden. Und hier seht ihr auf jeden Fall einen neuen Gegnertyp. Ja, was sollen das darstellen? Das sind auf jeden Fall Roboter, meiner Meinung nach. Die uns mit... Granaten? Nee. Ja, irgendwelchen explosiven Geschossen abfeuern möchten. Aber auch diesen Simbot haben wir geschafft. Sehr gut. 110 als Ergebnis. Ich glaube, das ist so, ja. Das ist so, wenn man es schnell lösen kann. Später werden wir nicht mehr so die hohe Punktzahl vermutlich erreichen. Ich weiß das aber gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt nie so wirklich auf die Punktzahl geachtet. Für mich stand im Vordergrund, das Level erstmal zu schaffen. Und ich finde, das Level hier, das ist wieder eine Bereicherung für das Spiel. In diesem Simbot musst du dein Schutzschild aufbewahren, bis du ihn wirklich brauchst. Sammle die Kiste mit dem Schild ein, aber aktiviere es erst, S-Taste, wenn du wirklich in Gefahr bist. Das machen wir. Also wir sammeln hier diese Kiste ein und haben dann unten das Item Schutzschild. Was musste ich drücken? S. Okay. Ich finde es auch ganz cool, dass die... sich an die Steuerung, die man dann einstellt, scheinbar auch anpassen. Oh. Nimm das Schutzschild doch runter. Wir werden sterben. Ich sehe das schon. Wahnsinn. Ich hoffe, hier komme ich noch lebend durch, aber ich sehe keine Möglichkeit, ehrlich gesagt. Toll. Richtig toll. Oh, man. Komm. Ja. Ja. Noch geschafft, aber mit was? Zwei Lebensbonus. Wir haben einen Bonus für das Leben erreicht. Also, ihr könnt euch denken, wofür das Schild gedacht war, für den hinteren Teil. Und ich setze es gnadenlos im ersten Teil ein. Aber es hat noch geschafft. Und das ohne, dass wir jetzt irgendwie ein Leben verlieren. Ich hätte es ehrlich gesagt schon beinahe nicht mehr geglaubt. Zum Glück. Zum Glück. Au. Ja, genau. Dieses Level hier führt zwei neue... Objekte ein, nämlich einmal die, ja, was sind das hier, Minenwerfer, die Minenwerfer und einmal die Pflanzen, die einen fressen können und einen, man muss es einfach so sagen, nach dem Fressen auch teleportieren kann. Jetzt habt ihr gesehen, dass wir da nach hinten geschossen werden, das heißt, wir brauchen die Pflanze eigentlich gar nicht, weil die nützt uns ja in dem Sinne gar nichts. Ich finde das Level finde ich ganz schön hart. Das
das mal so sagen darf. Ich wüsste jetzt nicht... Geh weg. Wieder hoch. Ich wüsste jetzt nicht, wie man diesen Minen, die einen ja verfolgen, effizient ausweichen kann, ohne dass man hier irgendwie komplett gar kein Leben verliert. Ah doch, es geht. Es geht. Aber das eine war ja auch eine Sackgasse. Das hier zwar auch, aber da hatten wir vielleicht ein bisschen mehr Glück. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr das Spiel kennt. Und wenn nein, wie es euch bisher gefällt. Und wenn ja, das ist die Alternative, die sonst noch möglich wäre, wenn ihr das Spiel schon kennt. Habt ihr es damals als Kind auch gespielt? Und ja, seid ihr eigentlich durchgekommen durch das Spiel? Weil ich kann euch sagen, ich habe nie als Kind nie alle Level geschafft, weil das zum Teil sehr, sehr brockenschwer am Ende wird. Und das hier ist ein schweres Piratenlevel. Mal schauen, wie wir uns schlagen werden. Man sieht es ja an den ganzen Schussminen, die hier auf uns geworfen werden. Boah, wobei es geht, ne? So schwer war es jetzt gar nicht. Und rechts oben war auch noch eine Kapsel, womit wir wahrscheinlich die Gegner hätten verschwinden lassen können. Also dafür war es echt einfach. Und ihr seht, bei diesem Bonus, bei diesem Simbot mit dem Totenkopf gibt es auch mehr Punkte. Das haben wir auch geschafft. Ja, sagt mir einfach mal in den Kommentaren, ob ihr das Spiel kennt. Und wenn ja, ob ihr es schon damals gespielt habt und ob ihr durchkamt und wie allgemein, wie ihr euch geschlagen habt. Und vielleicht auch, wie ihr das Let's Play bisher findet und das Spiel allgemein. Weil ich finde, das Spiel hat es auf jeden Fall verdient. Der goldene Unverwundbarkeitsbehälter macht dich immun gegen Schmerzen. Du wirst größer werden und nichts kann dir etwas anhaben. Aber Achtung, nicht überheblich werden. Die Unverwundbarkeit hält nur wenige Sekunden an. Genau das. Also wir müssen, jetzt gehe ich genau in den Schuss rein, diese Ampelanlagen, die schießen erst, wenn wir uns da in die Gegend bewegen. Und jetzt werden wir unverwundbar. Wir sind back. Wir sind Mega Gabbel. Und wir können nicht vernichtet werden. Aber irgendwann sind wir eben wieder klein. Und dann sollten wir uns aus der Gefahrensituation befreit haben, was in diesem Fall funktioniert hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie viele Welten es in diesem Spiel gibt, aber es gibt auf jeden Fall mehr als drei. Ich glaube, es gibt fünf Stück, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ducken. Ducken ist das neue Springen. Wir werden auf jeden Fall... Oh, das Level. Das Level. Ich finde das Level heute immer noch geil. Ja, es hat was von Timing und es hat was einfach... Es ist eine super Einführung, damit man das Ducken lernen kann. Ne? Weil wir sind immer noch in Welt 1, wo es vielleicht auch noch einige neue Fähigkeiten und Prinzipien beigebracht werden. In diesem Simbot gibt es wenig Plätze, an denen dich der Quadbot nicht erreichen kann. Die einzige Möglichkeit, den Raketen auszuweichen, ist Ducken. Benutze dazu die Taste D. Das machen wir jetzt. Wir versuchen mal gar nicht getroffen zu werden. Mal gucken, ob uns das gelingt. Und ihr seht schon, hier müssen wir ganz schnell getimed uns ducken. Und das wird natürlich auch in späteren Situationen immer mal wieder aufgegriffen werden. Also das ist praktisch die Einführung, damit wir das Ducken lernen. Und ich finde, als erstes Level, wo wir jetzt richtig ducken müssen, ist das eine gute Lösung von den Entwicklern, dass wir uns eben in diesem Level durch Ducken dann zum Ziel begeben können. Und Ducken wird sehr, sehr wichtig, das kann ich euch versprechen. 97, und ich finde es auch ganz cool, dass es immer so ein Highscore gibt, dass man, wenn man das Level nochmal löst und dann vielleicht, wenn man Highscore-Jäger ist, dass man dann eben sich nochmal übertrumpfen kann. Das finde ich ganz cool. Ein Bot in der Falle. Ein Bot in der Falle. Was könnte damit gemeint sein? Mal schauen, was sie von uns verlangen. Oh, ja. Ihr seht ein Bonus-Level da unten. Ich erinnere mich, dass ich als Kind hier lang gehangen habe und diesen Bonus-Level auch nie gefunden habe, ansatzweise in die Nähe kam. Aber jetzt ist das anders, hoffe ich. Denn ich habe da was in Erinnerung. Huh, guter Zug! Du solltest Wege wie diesen benutzen, um an den fiesen Quadbot vorbeizukommen.
Wird dir das auch helfen, den Bonus-Simbot zu erreichen? Genau das. Könnt ihr euch vielleicht schon denken, wo hier, nach diesem Tipp auch, wo hier vielleicht eine Möglichkeit ist, zum Bonus-Simbot zu kommen? Denkt dran, dass der Quadport immer im gleichen Rhythmus schießt. Sehr guter Tipp. Also wir können hier immer zur Seite flüchten, um dann eben den Quadbot auszuweichen. Wir sollten den Schlüssel mitnehmen, aber vorerst nicht. Denn ich habe da eine Idee. Ihr seht ja, das Level ist so aufgebaut und verratet mal, wo wir jetzt hingehen. Achtung! Hier ist eine geheime, versteckte Plattform, die uns nach unten bringt. Ja, interessant. Oh, so ein Level. Hier müssen wir wieder die Schraubenzieher einsammeln. Ich weiß, dass es noch eine andere Art von Bonus-Level gibt, also deswegen sage ich immer so ein Level. Es gibt mindestens noch eine andere Art, aber hier müssen wir wieder die Schraubenschlüssel bzw. die ganzen Geräte einsammeln. Die Werkzeuge, mit denen wir irgendetwas in den Leveln erreichen können, um diese im Normalfall zu lösen. Aber auch hier werden sie uns wieder einfach nur verlassen, indem wir sie einsammeln. Okay, das Zeitlimit läuft uns gerade geschmeidig ab. Aber den möchte ich noch haben. Den kriege ich aber nicht mehr. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben ihn ja geschafft. Wir haben den Simbot, den Bonus-Simbot zumindest geschafft. Der aktuelle Level, den werden wir jetzt noch zu Ende bringen. Aber da oben wahrscheinlich sogar. Da hätten wir den Schraubenschlüssel vielleicht doch schon mitnehmen sollen. Ich dachte, wir kommen wieder unten raus. Aber ist okay, dann nehmen wir eben nochmal den kleinen Umweg. Einmal hier lang. Und ihr seht, hier würde uns selbst das Ducken nichts bringen. Was wir im Vorlevel ja deutlich einsetzen mussten. Oh, da kam ich nicht mehr weg. Man muss das eigentlich dann natürlich, wenn man die Maximalpunkte hat, auch gut timen, dass man wieder zur richtigen Zeit rauskommt. Aber es passt schon. Und damit haben wir das Level geschafft. Und natürlich, ich rufe es häufig in Erinnerung, aber es ist einfach so. Wir befinden uns immer noch... Okay, was war das? Jetzt ist die Musik plötzlich anders. Naja, wenn das Spiel meint. Aber ist okay. Wir befinden uns immer noch in Welt 1, wollte ich damit sagen. Also die Level, die sind immer noch gnädig, sage ich mal. Und wir bekommen auch immer noch neue Fähigkeiten von Gabble und der Mechanik beigebracht. Ich zeige euch mal kurz, was passiert, wenn wir hier in den Teleporter gehen. Nur um dann zu sehen, dass uns das nichts bringt und auf den Schraubenschlüssel bringt. Vielleicht zeige ich euch jetzt mal, was F1 uns sagen würde. Ich zeige euch schon mal, wir können es hier als Barriere nutzen, um hier hochzukommen. Ich würde nur gerne jetzt mal erfahren, weil ich ja nicht wusste früher, dass man F1 drücken kann für einen Tipp, ob man hier einen Tipp bekommt, der einen wirklich darauf bringt. Ich finde das schon recht anfordernd, darauf zu kommen. Jetzt habe ich es einfach gelöst. Beste. Okay, wir gehen nochmal ganz kurz rein. Oder? Nee, lass es. Wir wollen ja nicht sterben. Und umsonst umbringen möchte ich mich jetzt auch nicht. Wir gehen in den schweren letzten Level von der Welt 1. Hammerhart. Und damit beenden wir dann jetzt gleich auch die erste Welt schon. Das ist krass. Benutze zuerst den Presslufthammer, um die Schrauben freizulegen. Nimm dann den roten Schraubenzieher, um den Level zu beenden. Mach ihn fertig. Okay, das hier ist ein schwieriges Simbot-Level. Ich gehe nicht auf den Schalter. Wir müssen auf jeden Fall die Fähigkeit Ducken auch verwenden, um jederzeit stehen zu bleiben. Und das ist nützlich bei dem Level. Weil ihr müsst wissen, Gabel bewegt sich in die Richtung, wo wir drücken. Aber er bewegt sich immer weiter, solange wir nicht die Richtung beenden. Und durch Drücken von D, in meinem Fall, Ducken eben. Ich möchte nicht sterben. Ganz ehrlich. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren hier. Durch Drücken von D kann ich jederzeit aufhören, mich zu bewegen. Das ist sehr, sehr nützlich. Okay.
Machen wir das mal ganz geschmeidig hier. Es sind ja hier verschiedene Kreisläufe, wie ihr das seht. Den können wir uns auch nehmen. Jetzt haben wir den ersten, das ist der Presslufthammer, haben wir den schon mal geschafft. Deswegen lasse ich den mal da zur Seite stehen. Wobei, benutze den mal hier, um uns da... Ja, hat uns nichts gebracht. Hat uns nicht wirklich weitergebracht. Wollte ich uns ein bisschen was erleichtern, indem wir hier... Oh nein. Seht ihr, was ich sehe? Da ist noch eine Schraube übrig. Also noch, ich muss den Presslufthammer eh nochmal verwenden. Oh man, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich ja überhaupt nicht gesehen. Aber sollte dennoch kein Problem sein. Ich bin ja hier gerade im Konzentrationsmodus. Da verlieren wir kaum Leben. Und zack ist es passiert. Ist klar. Jetzt haben wir gerade ordentlich Leben eingebüßt. Und wir müssen nochmal zweimal hin und her. Weg damit. Komm, geh direkt auf den anderen. Ich will hier nicht sterben. Uah. Geh mal kurz aus der Gefahrensituation raus. Wir müssen jetzt an diesen Schraubenschlüssel kommen. Ey, das ist nochmal so spannend wird hier. Okay. Jetzt. Nimm ihn. Gib ihm. Oh, Wahnsinn. Wir haben die erste Welt ohne einen Tod überstanden. Und selbst dieses schwierige Simbot-Level hier geschafft. Und... gehen jetzt in die nächste Welt. Achtung, wir betreten, nachdem wir jetzt, hier seht ihr, da unten sind alle Bonuslevel wurden gelöst und auch alle Level wurden gelöst. Das zeigen uns die beiden Münzen da unten an. Beziehungsweise die beiden, ja, Haken. Auch eine schöne Animation hier, dass der Gabbel praktisch den Weg jetzt alleine beschreitet zur nächsten Welt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich das erste Mal dieses Spiel damals gespielt habe als Kind. Ich fand es sehr beeindruckend, diese Welt hier zu sehen, wie groß sie einfach ist. Schaut euch das an. Und in dieser Welt werden wir uns beim nächsten Mal dann weiter durch die Level schlagen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt eine Bewertung, um zu zeigen, ob euch das Projekt gefällt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, euer Playman und ciao.